herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nico Pflanzenforschers Kanal und wie es in dieser Folge heute weitergeht. Heute, wie versprochen, werden wir die Tomaten Sämlinge pikieren. Na, ich sag mal so, sie sind schon weiter als Sämlinge. Sehr, sehr kräftig und gesund und haben ein ordentliches Wurzelwachstum innerhalb von 3 Wochen erbracht. Das finde ich sowas von klasse. Und das werde ich euch jetzt hier mal genauer zeigen. Das ist richtig toll. Hier sehen wir die 2 Tomaten und hier habe ich eine Aubergine mir gestern mitgebracht, die da hinten. Aubergine. Ja, und hier sind die Tomatensäblicke. Mein absoluter Stolz gerade im Moment. Das sind die am bestentwickelten Tomaten, die ich jemals hatte, sage ich mal so. Die anderen, die ich im Winterbau gezogen habe, sind dagegen gar nichts geworden. Aber diese hier, ja, das sind Prachtstücke. Und das kann ich auch zeigen, wieso. Hier. Vollkommen durchwurzelt. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Innerhalb von 3 Wochen. Hier, ordentlich durchwurzelt. Ja. Kräftig. Sehr, sehr kräftig. Wir werden heute einige davon umtopfen. So, da kommt doch mal kurz da rein. Ich bereite jetzt mal kurz die Töpfe vor. Stell mal wieder das hier hin. Das Stativ. So. Hier sind die Töpfe, wo wir die jetzt gleich pikieren werden. Pikierstab nehme ich mal gleich raus. Da ist er, ich habe ihn schon. So. Jetzt befülle ich das Ganze mit Erde und wir machen das jetzt gemeinsam ein paar Pflänzchen. Den Rest mache ich dann selber. So. Das müsste, glaube ich, erstmal. So. So, jetzt. Das ist wirklich sehr, sehr gute Erde, muss ich sagen. Ah, die stehen genau optimal in der Größe. Nur das Wichtigste ist, ich werde jetzt wieder Mykorrhiza-Pilze verstreuen. Und die Pflänzchen muss ich dann vorher noch sozusagen auf der Seite hier. Dann noch abtrennen, die 2 kriegen ihre eigenen Töpfe. Also die 2 haben sich wirklich prächtig entwickelt, das ist wirklich der Wahnsinn, ja. Innerhalb von 3 Wochen, ja. Ich kann mich noch erinnern, wo wir das Video gemacht haben mit der Aussaat. Absolut genial. So, dann streue ich mal kurz ein paar Sporen, oder die fliegen ja schon selber hier rein. So, die vielen, vielen Sporen sind gesetzt. So. Und dieser Pilz unterstützt auch gleichzeitig das Wurzelwachstum umso mehr für diese 2 Jungpflänzchen. Und die sind super schön weiß. Weiße Sauwurzeln sind optimal zum Wachstum geeignet. So. Wo ihr mal seht. Ja, sehr, sehr kräftig und gesund. Hier der Wurzelbein ist ideal, ja. Deswegen, ich muss die 2 nur kurz mal gucken, welche, wie die zusammengewachsen sind. Das ist ja recht interessant. Das Wichtigste ist nicht, so viele Wurzeln zu verlieren, ja. Das ist das Wichtigste gerade. So. Die beide haben sehr, sehr viele schöne Saugwurzeln, optimal. Sehr schön. Hier, yeah, ordentliche Saugwurzeln, das nenne ich mal ordentliche Wurzelmasse. In kürzester Zeit. So. Ja, jetzt kommt natürlich das Wichtigste, Erde rauf. Das mache ich gleich mal. Ich muss mal kurz. Yeah. Also hier kann man den anderen Kandidaten sehen. Man sieht, die weißen Saugwurzeln sind auch optimal. Ja.
Und jetzt können wir auch die Pflanze tiefer setzen, dann macht sie noch viel mehr Wurzeln und wird noch kräftiger, als sie jetzt schon ist. Und kann noch mehr Nährstoffe aus dieser Kokoserde rausziehen, um noch kräftiger zu wachsen. So. So, jetzt ist sie gerade hier. Optimal. Jetzt sitzt die Pflanze optimal drinne. Schön fluffige Erde. Natürlich angießen, wie bei jeder Pflanze der Fall ist. Also das der Fall ist. So. Die ist schon feucht, deswegen werde ich hier nicht ganz so viel angießen. Also ich habe ein Gefühl, dieses Jahr werden das richtig viele kräftige, leckere Tomaten. Und ich habe dieses Jahr ein ganz gutes Gefühl. Also so sieht der erste Kandidat aus, kräftig eingepflanzt. Und der kann sich jetzt entwickeln mit dem Mykorrhiza-Sporen. So, jetzt noch ein Töpfchen und das andere benutze ich dann noch zu Versuchszwecken. Also dieser weiße Behälter, den wir gerade gesehen haben. So, vollkommen ausreichend. Und jetzt kommen die Mykorrhiza-Pilze wieder zum Einsatz. Wieder Sporen verteilen. Ist gerade ein bisschen. Wieder Sporen verteilen. Ja, die Sporen sind schon mal sehr gut. So. Hier sind die Saugwurzeln auch schön weiß. Wunderbar. Sehr schön. Ja, die macht hier auch schon oben neue Wurzeln, wie ich gerade gesehen habe. Also ist das optimal, dass wir die jetzt umpflanzen. Ich mach das gleich kurz. Na, die Tomate ist mir ein bisschen auf der Seite ver. So, jetzt. Jetzt noch ein bisschen. Das ist noch mehr Erde, das ist noch zu wenig. Wir wollen ja, dass sie schön groß und kräftig wird. Also optimal wirklich April, Mai, Juni sind die optimalen Monate, damit diese Pflanze sich kräftig entwickeln könnte. So. Das Wichtigste ist, wieder den Kandidaten anzuwässern. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt haben wir den. Und noch eine Pflanze kommt in diesen Versuchs. Ob das hier funktioniert, weiß ich nicht. Das werden wir gleich in dem Punkt auch sehen. Aber eins weiß ich, dass diese Pflanze auch super gute Wurzeln hat. Ein bisschen weniger, aber auch relativ gut schon. Und ja, die lasse ich mal jetzt in dieser Größe hier. So. Gut, dass die hier steht, optimal. Eigentlich könnte ich gleich wieder Mykorrhiza, das mache ich auch gleich wieder. Ja. Nur so aufpassen, dass ich nicht kleckere. Erstmal ordentlich stehen. So, jetzt platziere ich kurz noch die Sporen. So, können die Pilze gleich ranspringen auf der Seite. Also wenn sie gleich an die kleinen weißen Saugwurzeln optimal sich entwickeln.
Das ist gut, wenn das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt, Leute. Also das ist optimal. So habe ich mir das immer vorgestellt, wenn Tomaten sich so gut entwickeln. Das ist der Wahnsinn, ja. Ich mache das kurz mal hier kurz alleine. So ganz kurz nur. Jetzt das Ganze natürlich andrücken. Das ist ja immer so gewesen bis jetzt. Sehr schön. So, kurz anbessern und die kann dann gleich auch wieder mehr Licht bekommen. Anbessern. So. Wenn euch dieses Video über Tomaten einsä also Sämling pikieren und einpflanzen neue Erde gefallen hat, gebt mir einen Daumen oder ein Like und abonniert mich auf meinen Kanal. Ich würde mich darüber sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Nico Pflanzenforscher. Und like meine Videos, ganz wichtig, bitte. Ciao.